Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Blankie Cooks. Heute zeige ich euch das Rezept für meinen unwiderstehlichen Schokoladenkirschkuchen. Der Kuchen besteht aus einem Marmorboden mit Kirschen, begossen mit Kirschsaft, überlegt mit Schokolade, einem Vanillepudding und mit einer Vanillecreme. Wenn euch das Rezept interessiert, dann bleibt bitte dran. Für den Schokoladenkirschkuchen benötigen wir Mehl, 4 Eier. Wie ihr seht, habe ich das Eigelb vom Eiweiß getrennt, Milch, Öl, Kirschen ohne Samen, ein Glas Kirschsaft, eine Packung Schlagcreme mit Vanillegeschmack, Zucker vermischt mit einer Packung Vanillezucker, Milchschokolade, hier habe ich Milka genommen, und schwarze Schokolade mit 43% Kakao. Eine Packung Pudding mit Sahnegeschmack. Und eine Packung Backpulver. Zuerst bereite ich den Kuchenboden vor. Ich gebe in eine Schale 4 Eigelbe, danach den Zucker und mische alles miteinander. Nachdem alles schön vereint wurde, schütte ich noch ein wenig Öl dazu, die Milch, das Mehl und eine Packung Backpulver. In eine zweite Schale gebe ich das Eiweiß und schlage es mit einem Mixer steif. Und nun gebe ich das Eiweiß zu der vorbereiteten Mischung. Und vereine alles miteinander. Nun gebe ich den Kuchenteig in eine mit Backpapier belegte Aufstellform. Und wir können ihn in den Ofen stellen. Ich stelle den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und gebe den Kuchenboden hinein. Nach ungefähr 5 Minuten nehme ich den Kuchenboden raus und gebe die Kirschen hinein. Nun gebe ich den Kuchenboden zurück in den Ofen und backe ihn für ungefähr 15 Minuten weiter. Nach 15 Minuten ist er auch fertig. Ich nehme den Kirschsaft und begieße mit ihm den Kuchenboden. In der Zwischenzeit gebe ich die Schokolade gemeinsam mit der Schlagsahne in einen Topf und schmelze sie. Nachdem die Schokolade geschmolzen ist, schütte ich sie gleichmäßig über den Kuchen. In der Zwischenzeit schütte ich ein wenig Milch in einen Topf und mache den Pudding. Nachdem der Pudding fertig geworden ist, gebe ich ihn über den Kuchen. Danach stelle ich ihn in den Kühlschrank und lasse ihn dort kühlen. Während der Kuchen kühlt, bereite ich noch die Schlagcreme vor.
Nach ungefähr 15 Minuten ist der Kuchen gekühlt worden und wir können die Schlagcreme über den Kuchen geben. Ich dekoriere nur noch den Kuchen mit den übrig gebliebenen Kirschen und fertig ist er. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen und ihr macht es nach. Und bitte nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss!